Sonne, was geht ab? Der Sebi hier. Ich genieße gerade die letzten Sonnenstrahlen eines wunderschönen Sommertages und werde dir jetzt ein paar Dinge mitgeben, die dir erstens dabei helfen, authentischer zu sein und zweitens möchte ich dir in diesem Video auch noch mitgeben, warum dir authentisch sein extrem viel bringt für dein persönliches Wachstum. Ja? Authentisch sein bedeutet nämlich viel mehr als das, was die meisten unter authentisch sein verstehen. Und das werde ich dir heute in diesem Video mitgeben. Also guck's dir unbedingt bis zum Schluss an. Viele denken ja immer, authentisch zu sein bedeutet einfach so sein, wie man sich gerade fühlt. Und das stimmt auch erstmal. Und was heißt auch erstmal? Das stimmt genau so. Denn authentisch sein bedeutet im Prinzip, dass man so seine Gefühle, wie man gerade drauf ist, wie man sich fühlt, einfach so nach außen anderen gegenüber. Und jetzt kommt aber auch der wichtige Punkt, aber auch vor allem sich selbst gegenüber ganz offen und ehrlich zeigt. Das geht beides so ein bisschen einher miteinander, aber wenn man mal ganz 100% ehrlich zu sich ist, dann wird man auch herausfinden, dass man sehr, sehr oft unauthentisch ist und eine Rolle spielt, entweder sich selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber. Ich meine, anderen gegenüber ist erstmal logisch, ja. Wenn wir zum Beispiel irgendwo ein Date haben, bloß mal als Beispiel, und du bist gerade nicht so gut drauf, dann wirst du nicht zu dem Date gehen und so, ja, ich bin nicht so gut drauf und alles scheiße und so. Nee, dann wirst du hingehen und wirst trotzdem lachen und du wirst, hey, alles cool und was geht ab und überhaupt und sowieso. Und das ist nur ein Beispiel, das kannst du auf alle anderen Lebensbereiche, egal ob du studierst oder in die Arbeit gehst, ja, überall spielen wir gewissermaßen eine Rolle. Und es geht aber noch viel weiter, denn die meisten, die trauen sich auch gar nicht, nach innen zu gehen und so wirklich herauszufinden, was in ihnen abgeht und belügen sich dadurch auch selbst. Und viele, die trauen sich nicht nach innen zu gehen, weil sie genau wissen, dass wenn sie sich mal hinsetzen und einfach mal nichts machen und nach innen gehen, dass sich das scheiße anfühlt. Ja? Und es ist auch einfach so, wenn man damit anfängt, wenn man das erste Mal sich hinsetzt und sagt, ich meditiere jetzt mal eine halbe Stunde oder whatever, es ist nicht so, dass man die Augen zumacht und so wuh, und alles voller glitzernder Farben und so. Nee, das fühlt sich kacke an. Warum? Weil diese ganzen negativen Dinge in dir hochkommen, die du jahrelang unterdrückt hast. Ja? Denn das ist es, was wir machen. Wir unterdrücken ganz viele Sachen, weil wir sie nach außen einfach nicht zeigen können. Weil wir nach außen ganz oft auch gar nicht so sein dürfen, wie wir gerne wären. Ja? Es wird alles unterdrückt durch diese gesellschaftliche Erziehung, die halt so da ist. In der Schule kannst du nicht immer so sein, wie du bist. Oder in der Arbeit kannst du nicht immer so sein, wie du dich gerade fühlst. Oder whatever. Und es führt irgendwann dazu, dass wir es verdrängen. Und wir lassen nicht mal mehr selbst zu, dass wir unsere Gefühle wirklich wahrnehmen. Und das Schlimme daran ist, dass das zu einer inneren Abwehrhaltung mit der Zeit gegen diese Gefühle führt. Ja, man setzt sich hin, macht die Augen zu und merkt so, oh scheiße, ganz viele komische Dinge. Und gleichzeitig kommt der Gedanke, oh shit, ich will das aber nicht. Ich will nicht, dass ich mich jetzt so fühle. Ich will nicht, dass es mir jetzt schlecht geht und dann lenken wir uns wieder ab. Ja, und durch dieses ich will nicht, ich will dieses Gefühl nicht, baust du im Prinzip eine innere Abwehrhaltung dir selbst beziehungsweise diesem Gefühl gegenüber auf. Und das ist etwas sehr, sehr Krasses, weil wenn du mal ein paar Sekunden drüber nachdenkst, dann entfernst du dich dadurch von dir selbst. Ja? Du stößt einen Teil von dir ab, indem du nicht authentisch bist. Da sagst du dir selbst, hey, dieser Teil von mir, dass ich jetzt gerade dass ich traurig bin oder wütend oder whatever, der ist nicht gut, den will ich nicht, der muss weg. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, ja okay, ich muss jetzt irgendwas machen, dass ich immer gut drauf bin, aber hey, das ist Bullshit, niemand kann immer gut drauf sein, das funktioniert einfach nicht, das ist eine Fehlannahme, die auch in der Gesellschaft so weitergegeben wird, durch Leute, die keine Ahnung, ja, die einem sagen, musst immer gut drauf sein und whatever und ich mache schon jahrelang, also ich persönlich, ich entwickle mich schon jahrelang weiter und ich kenne solche Hans Wursts, ja, die irgendwie so, alles immer gut und juhu. Und wenn man dir nicht immer alles immer gut ist, dann ist alles scheiße und nee, das ist alles Bullshit, ja. Deswegen, was ich dir eigentlich nur mitgeben möchte, steh zu deinen Gefühlen, zeig sie auch ruhig mal nach außen, wenn du mal, es wird am Anfang richtig beschissen schwer, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin selbst noch in dem Prozess, ich arbeite selbst noch daran, ich kann das auch noch nicht, dass ich immer einfach authentisch bin. Es ist einfach ein fucking harter Weg, ja, aber es lohnt sich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir mehrere Dinge empfehlen. Einmal dieses Buch hier, das ich auch in die
hier unten in die Videobeschreibung reinpacke. Das ist super. Dann, wenn du dich mit Meditation beschäftigen willst, mein Buch, das packe ich auch hier unten mit rein. Und mein Online-Videokurs, der bei dem zurzeit leider keine Plätze frei sind, aber da dieses Video auch länger online sein wird, kannst du auch mal hier unten einfach draufklicken, wenn du sagst, du willst ja dein Leben auf ein komplett neues Level heben und einfach immer so, also nicht immer authentisch zu sein, aber ich möchte, dass du den Weg dorthin weißt, wie du ihn gehen kannst. Denn wie schon gesagt, ich bin auch noch nicht immer authentisch, aber ich weiß den Weg, den man dorthin gehen kann, wenn man ihn gehen will. Also go for it, check's mir aus. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Und ich freue mich, dass du überhaupt hier warst. Bis dahin, der Sebi vom See. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.